Hallo, ihr Lieben, hier ist die Abby. Ich möchte heute mal mit euch ja hier ein Porträt zeichnen, anhand von keiner Vorlage. Also, wir zeichnen das Ganze ohne Vorlage und ja, eher so auf Freihand, würde ich sagen. Ich werde vielleicht jetzt hier so ein paar Linien ziehen. Ich starte jetzt einfach mal ja mit den Augen und ziehe jetzt hier erstmal so eine horizontale Linie. Solche Orientierungslinien kann ich nur empfehlen, weil ja, da verliert man sich nicht so in dem ganzen weißen Blatt oder ja, ich weiß nicht, wie man es bezeichnen möchte. Ja, ich hoffe, der Schatten stört jetzt nicht so von meiner Hand. Die Lichtverhältnisse waren so ein bisschen etwas schwierig. Denkt immer dran, den Stift anzuspitzen. Ja, okay. Okay, ich messe jetzt hier mal den Abstand ab. Und zwar, also ich starte einfach mit den Augen, wie gesagt, habe die Linie gezogen und gucke erstmal, wie groß ich das eine Auge mache. So, dann setze ich das daneben an, weil das ist dann der Zwischenraum. Und ab da gucke ich, wo das zweite Auge hinkommt. Also ihr müsst das immer so im Kopf behalten, dass zwischen beide Augen noch ein drittes Auge passt. So, und rechts und links vom Gesicht passt auch meistens noch ein Auge, aber eher, naja, eher ein halbes Auge, weil das ja dort nicht mehr ja, so flach ist, sondern nach hinten weggeht, der Kopf. Und ja, so würde ich das Ganze ja starten. Wir zeichnen das Ganze übrigens hier in Frontalansicht und das wird jetzt hier nicht irgendwie so ja fotorealistisch, sondern naja. Also vielleicht so ein bisschen minimal, aber eigentlich nicht. Aber ja, ihr wisst schon, ihr werdet schon sehen, wie es dann aussieht. Darum geht es ja jetzt auch nicht, sondern nur, wie man das so machen kann. Genau. Ich starte hier mal mit dem rechten Auge. Ich finde es immer etwas, ja, etwas schwierig, da erst ein Auge zu machen und dann das andere. Man könnte sich da jetzt auch nochmal so, naja, so eine Hilfslinie über dem Auge machen, dass man weiß, bis wohin das Auge geht. Aber das kann man auch weglassen. Also ich lasse es ja jetzt hier weg. Und also ja, ich zeichne das einfach so ja intuitiv jetzt rein, das Auge. Und ja, ich weiß nicht. Ich versuche das einfach hier so ein bisschen gleichmäßig hinzubekommen, dass das nicht zu unterschiedlich ist. Genau. Ja, und die Linien, die wir markiert haben, jetzt hier am Anfang, das ist ja das Augenanfang, also die kleinen senkrechten Striche, die habe ich ja markiert. Ja, wo eben das Auge startet und wo eben das Auge ja endet. Ja, und hier sieht man auch ganz gut jetzt, dass die Augen die gleiche Breite haben und dass eben in die Mitte von den beiden Augen ein drittes Auge passt. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, wie gesagt, ich habe es ja abgemessen, das könntet ihr dann auch so versuchen. So, die Augen. Also man könnte jetzt auch anders starten. Hier gucke ich nochmal, kontrolliere ich das Ganze nochmal. Ihr seht ja, dass die Breiten gleich sind. Also dass die Augenbreite, ja, also das linke und rechte Auge gleich breit ist und eben da jetzt in der Mitte noch ein drittes Auge passt. Genau, perfekt. So, was wollte ich sagen? Genau, ich starte gerne mit den Augen. Man könnte jetzt auch mit der Nase oder so anfangen, aber ich finde es ja irgendwie einfacher mit den Augen zu starten, weil da sieht man dann ungefähr, bis wohin ja der Kopf nach oben hin geht und nach unten hin. Und ich weiß nicht, ich finde das leichter, sich an den Augen zu orientieren, deswegen fange ich mit den Augen an. So. Ja, jetzt mache ich die Lidfalte noch rein. Also das ist tatsächlich jetzt alles hier so Freihand und ohne Vorlage gezeichnet. Und ja, man muss sich natürlich ja vorher vielleicht so ein bisschen mal ja ein paar Augen anschauen, wie die denn so aussehen. Weil sonst ist es, also ich finde es sonst etwas schwierig, ja Augen zu zeichnen so.
Oder auch die Lidfalten und so. Da gibt es ja so viele verschiedene Augenformen, die kann man sich alle mal so anschauen und sich das am besten einprägen, also sich das am besten merken. Ja, und dann passt das. So, jetzt markiere ich mir in den Augen, also die Mitte. Also ich markiere mir jetzt komplett die Mitte von den Augen, um dort dann die, wie heißt es, die Linse einzuzeichnen. Nicht die Pupille, sondern ja, die Linse einzuzeichnen, weil die Linse, die nimmt so ja ein Drittel von dem Auge ein, also von dem Augenweiß ungefähr ein. Ich neige leider immer dazu, die Linsen zu groß zu zeichnen. Ja, ich weiß auch nicht. Ja, sie sind manchmal bei mir immer etwas zu groß, so generell auch die Augen manchmal. Ja, und auch genau auf die Mitte kommt dann die Pupille, wie man es jetzt hier sieht. Ja, so kann man sich dran orientieren, dass man da immer ja so drauf achtet, dass eben ja das ein Drittel von dem Augenweiß einnimmt, die Linse. Genau, und die schwarzen Punkte sind dann ja die Pupillen. Genau, weil ich finde, wenn man jetzt, man sieht ja jetzt hat man schon mal so die Augen, dann ist es irgendwie leichter, das Porträt ja zu vervollständigen, das ja weiter auszuarbeiten. Genau, so mache ich das. Und ja, man könnte jetzt noch hier den Strich nach oben ziehen, damit man, das ist einfach nur eine Hilfslinie, damit man einfach sieht, wo jetzt die Augenbraue ja starten und enden, weil die sind ja, also beginnen tun die auch da, wo das Auge beginnt, wie man hier sieht. Deswegen habe ich mir diese Linie nach oben gezogen. Ja, und enden tut es auch dann ungefähr da, wo das Auge endet. Ja, das kann man dann so ein bisschen variieren. Eigentlich kann man es noch ein bisschen weiter, ja, nach hinten zum Gesicht, also etwas weiter hinaus, da wo das Auge endet, machen. Aber ja, muss man mal gucken. So, das gleiche mache ich jetzt noch mit der linken Augenbraue. Also ich zeichne die linke Augenbraue jetzt auch noch ein, was ich genauso schwierig finde wie mit den Augen, das dann so, ja, so gleich wie möglich hinzubekommen. Aber ich sag mal, Menschen haben ja sowieso nicht eher so komplett identische Gesichter. Und ich glaube, dass es vielleicht auch so ein bisschen einzigartig ist, wenn die Gesichter nicht so, also von den Gesichtshälften nicht so eins zu eins identisch sind. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ja, das kann man ja dann irgendwie auch als ganz besonders ja, toll empfinden, oder? Ich weiß es nicht. Okay, ich würde sagen, ich arbeite jetzt mal hier die Augen noch so ein bisschen aus. Ich mache das erstmal hier so ein bisschen grob und werde dann auch immer dunkler. Und ja, ich würde sagen, das kann man ja erstmal jetzt so weitermachen. So, okay, wir haben jetzt ja hier zusammen diese Augenpartie jetzt erstmal ja so ein bisschen weiter ausgearbeitet. Ich finde es immer schwierig bei Bleistift, weil das immer so doof reflektiert. Ja, naja. Ja, so, wir müssen jetzt mal den Abstand messen von den beiden Augen. Also wo das linke, ja, das linke Auge jetzt hier endet und also vom Ende zum Ende. Also ja, von dem einen Auge da links. Das Ende zu dem anderen Auge rechts, die Enden, diesen Abstand können wir jetzt mal nehmen und diesen senkrecht nach unten an die Pupille ansetzen. Dann wäre da ungefähr, ja, ungefähr das Kinn. So kann man das ungefähr, ja, so abschätzen. Und ja, da kann man sich dann jetzt erstmal vielleicht irgendwie dort eine Markierung machen und da eine, ja, hier jetzt eine horizontale Linie ziehen, dass man in etwa weiß, bis wohin das Kinn geht.
Ja, so könnte man das machen. Wie gesagt, das ist ein Porträt ohne Vorlage und ohne jetzt groß das irgendwie sich da an irgendwelche Vorgaben zu halten, so, aber so ungefähr könnte man das machen. Genau, so. Und die Mitte, also von dieser, was wir jetzt gerade hier abgemessen haben, von der Pupille zum Kinn, nehmen wir uns da einfach noch die Mitte und machen uns dort ebenfalls eine horizontale Linie, wie ich es jetzt hier gemacht habe. Und das ist dann die Nase. Dort kommt dann die Nase hin. Ja, und das sind die gleichen Abstände. Die setze ich jetzt gleich dann auch nochmal nach oben. Aber da sind wir gerade noch nicht. So, ich habe jetzt hier nochmal die Kinnlinie etwas korrigiert, weil das hat nicht so, ja, das hat noch nicht so ganz gepasst irgendwie. Genau, so diese Abstände. Also man muss es immer mal schauen, dass das so, ja, die Abstände passen. Weil von den Augenbrauen bis zur Nase ist der gleiche Abstand wie von der Nase, also von der Nasenspitze, also unten, wo die Nase endet. Bis zum Kinn ist der gleiche Abstand und nach oben hin von den Augenbrauen ist ebenfalls derselbe Abstand und das markiert dann ja den Haaransatz. Genau, jetzt ist mir das Wort aus dem Sinn gekommen, oder? Naja, ihr wisst schon. Also das Gesicht vom Haaransatz bis zum Kinn sind sozusagen ja drei gleiche Teile. So, ich zeichne jetzt hier schon mal die Nase ein. Und ja, ausarbeiten tue ich das dann erst wieder danach. Aber hier mache ich jetzt erstmal so eine, ja, so eine leichte Markierung von der Nase, damit ich dann weiß, wohin sie kommt. Und ihr seht, dass sich das Porträt immer sichtbarer aufbaut. Ja, ich würde sagen, wir machen erstmal hier die Nase fertig. So, jetzt haben wir hier die Schatten jetzt noch ja, eingefügt. Ich habe das jetzt so ein bisschen ja, ausgearbeitet. Und auch bei den Augen habe ich jetzt hier noch so ein bisschen ja, Schatten hinzugefügt. Ja, also ihr müsst natürlich bedenken, es ist natürlich nicht jetzt ja 1:1 perfekt von den Proportionen. Das soll es ja auch nicht. Wenn ihr jetzt perfekt das machen wollt, dann müsst ihr dann vielleicht andere Methoden verwenden. Oder wenn ihr eine Vorlage habt, das vielleicht mit einem Raster oder so ja zeichnen. Da gibt es ja verschiedene Methoden, aber ja, mal schauen. Jedenfalls mache ich das jetzt hier alles freihand. Okay, wir nehmen jetzt mal das Ende vom Auge und das Ende vom Nasenflügel und ziehen da eine Diagonale bis über die Kinnlinie. Und das gleiche machen wir auch noch auf der anderen Seite, so wie ich es jetzt hier im Video mache. Und da habe ich dort einen Schnittpunkt, was dann die Mitte vom Mund darstellt, also der Mundspalt ist das. Das ist dann ja so die Mitte vom Mund. Genau. Ich ziehe jetzt hier noch die Linie nach unten, was dann die Breite ungefähr vom Mund darstellt. Also so kann man sich das ja so ein bisschen ja markieren, dass man da ungefähr so eine Richtung hat, bis wohin dann auch der Mund gehen sollte. Ja, und da kann man sich dann eben dann hier so wunderbar den Mund einzeichnen. Ich habe jetzt mit dem Mundspalt begonnen und mache die Oberlippe einfach da drüber. Das ist dann, ja, das muss man dann jetzt nicht nochmal alles extra abmessen, weil ich weiß nicht, wenn man da jetzt ja jeden Millimeter alles genau abmisst, das ist irgendwie auch nicht der Sinn des Ganzen. Ja, es können auch minimale Abweichungen vorhanden sein, das ist schon in Ordnung so. Oder man kann es einfach später noch korrigieren, wenn es irgendwie, naja, wenn man das Gefühl hat, das passt noch nicht so ganz. Genau, ich würde sagen, wir arbeiten mal noch den Mund aus.
So, okay, ich habe jetzt hier die Lippen oder ja, den Mund ausgearbeitet. Wenn ihr da so Schatten drauf macht oder das so drüber schummert, so wie ich das jetzt hier mache, ihr müsst so ein bisschen drauf achten, dass das auch immer in der Richtung ja verläuft. Also, dass das nicht alles nur in eine Richtung geht, sondern dass das dreidimensional, ja, also wie soll ich das erklären? Also, Lippen sind ja jetzt nicht einfach flach. Und sie sind ja plastisch, die haben ja so eine 3D-Form. Und darauf muss man halt achten, dass man das dann auch immer in der Richtung zeichnet. Aber da müsste ich, glaube ich, ein separates Video mal machen. Ja, das Kinn ist übrigens jetzt hier genauso breit wie die Nase. Und auch der Zwischenabstand zwischen den beiden Augen, wo das dritte Auge hineinpasst, so breit ist auch das Kinn. Genau, so man könnte das jetzt hier noch so ein bisschen vervollständigen. Da muss man dann mal schauen, ob das jetzt alles so passt. Ich habe die Lippen noch mal korrigiert gehabt. Das hat noch nicht so ganz gepasst. Sah noch ein bisschen anders aus irgendwie. Aber da muss man dann mal schauen. Sowas kann man auch gut machen, indem man da einfach mal so, wie ich das jetzt mache, schon mal einfach so Schatten hinmacht. Das kann man dann ja alles noch mal ein bisschen anpassen, wenn es doch noch nicht so passt. Genau, ich würde sagen, wir arbeiten mal das Gesicht weiter aus. So, okay, das ist jetzt soweit ausgearbeitet. Ich mache jetzt noch die, wie sagt man das? Mir fehlt das Wort. Den Kiefer, also ja, die Seiten neben dem Mund. Und hier mache ich jetzt noch die Ohren so ein bisschen. Also ich zeichne jetzt keine Ohren direkt rein, aber so ein bisschen andeutungsmäßig kann man das machen. Die starten, also die Ohren starten ungefähr dort, wo die Augenbraue beginnen, aber etwas weiter unten. Also es kommt ja dann immer drauf an, wie hoch die Augenbraue auch vielleicht gezupft sind oder so. Ich weiß nicht. Also ungefähr etwas unterhalb von den Augenbraue bis zur Nase, also Nasenspitze, Ende. Ja, so lang sind dann ungefähr die Ohren. Genau. So, damit das jetzt nicht so komisch aussieht, das Gesicht, habe ich jetzt hier einfach mal noch so ein, ja, so ein bisschen Körper hinzugefügt. Und dort dieser Bereich, den wir vor uns markiert haben, dort beginnen, wie gesagt, die Haare. Also das ist ja der Haaransatz. Ich habe mit Haaren und Frisur immer irgendwie. Ich weiß auch nicht, ich krieg's irgendwie nicht so richtig hin. Ich weiß aber nicht so genau, wie ich da jetzt die Haare dran malen soll. Also ich weiß zwar, wo die sitzen, aber wie genau ich die da jetzt hinmalen soll, das ist immer so ein bisschen schwierig für mich. Ich versuche das jetzt hier einfach mal so irgendwie intuitiv hinzuzumalen. Aber das ist ja das Schöne, ja, am Zeichnen. Man kann ja einfach, ja, freie Schnauze da irgendwie mal versuchen, ob es so passt. Kann man ja jederzeit wieder wegmachen. Deswegen, da muss man dann auch keine Angst haben oder so, wenn es jetzt nicht so passt. Ja, so im Nachhinein hätte ich vielleicht irgendwie, ja, ich weiß nicht, unten die Partie ab Nase, Mund zum Kinn noch ein bisschen von den Proportionen etwas anders machen können. Ich neige auch manchmal etwas dazu, die Nasen zu lang zu machen. Wahrscheinlich hätte das noch ein Stückchen weiter nach oben gekonnt, aber wie gesagt, das ist auch nicht so schlimm. Mit der Zeit wird das sowieso alles ja besser. Man lernt das ja auch und da darf man sich dann selber auch nicht irgendwie bestrafen, sag ich mal. Das ist schon in Ordnung so. Man muss Fehler machen, um dann draus zu lernen. Ja, ich sehe es nur jetzt gerade so im Nachhinein, dass das die Nase vielleicht ein wenig zu lang ist. Also dieser Abstand von den Augen zur Nasenspitze, der hätte noch minimal kürzer sein können, glaube ich. Ja, aber das macht nichts. So, hier mache ich mal irgendwie noch so die Stirn, weil das ist sonst ein bisschen ja merkwürdig aussieht, wenn dort so ein weißer Raum bloß ist. Genau, weil da oben sind ja dann auch noch Schatten und so.
Ja, ich empfehle euch natürlich jetzt hier auch mal so zu so gucken, wie denn so die Schatten im Gesicht fallen, weil sonst weiß man dann nicht, wie man die Schatten einmalen könnte. Aber das ist alles nur Übungssache. Wenn man sich da öfters mit befasst und sich da auch keinen Stress macht oder so, dann wird das schon, ja. Ich nehme hier gerne so einen Radierstift, da kann man noch so helle Stellen reinmachen, also ausradieren. Das finde ich auch immer klasse. Ja, ihr seht, ich nehme noch mal hier den Abstand, da das passt noch nicht ganz. Ich setze jetzt den Haaransatz etwas weiter nach, ja, etwas weiter runter noch. Dann passt das wahrscheinlich etwas besser. Wahrscheinlich löst sich dann das Problem auch schon wieder mit der Nase, aber ich neige, wie gesagt, oft dazu, die Augen manchmal zu groß zu machen und den Nasenbereich etwas zu lang zu machen. Aber naja. So, ich versuche jetzt hier mal noch so ein bisschen ja, die Haare einzuzeichnen, so dass es meiner Meinung nach vielleicht passen könnte. Aber ist okay, ich werde die auch nicht weiter ausarbeiten jetzt. Okay, ihr Lieben, ich würde sagen, das reicht ja an der Stelle so mit dem Porträt. Es ist, wie gesagt, jetzt nicht fotorealistisch, sondern mehr so. Das hat so jetzt so ein bisschen seinen eigenen Stil, aber genau das ist ja auch der Sinn. Man möchte ja nicht immer nur eins zu eins abzeichnen vom Foto oder so. Ich bin ganz zufrieden damit. Ich finde es ganz hübsch. Ich finde es im Video sieht das immer ein bisschen, naja, ein bisschen anders aus, weil da eben jetzt auch das Licht so doof reflektiert. Das ist ein bisschen kompliziert manchmal mit Bleistift. Aber ich denke, man sieht, wie es aufgebaut wurde oder wie das jetzt aussieht. Man könnte das natürlich jetzt hier noch komplett weiter ausarbeiten, aber das würde ja jetzt das Video total sprengen. Ich denke, es ist so ganz hübsch geworden. Mit dem Radierstift kann man dann, wie gesagt, hier auch noch bei den Lippen und so, ja, so ein paar Glanzstellen, ja, ausarbeiten. Und ja, so kann man das machen. Ich hoffe, das hat euch so ein bisschen, ja, geholfen. Oder ihr probiert selber mal aus. Natürlich braucht man da vielleicht schon ein bisschen Erfahrung für blutige Anfänger. Das ist eventuell eher nicht so geeignet. Aber für die schon etwas, ja, fortgeschrittener sind, würde ich sagen, ist es sicher eine gute Idee, das mal so auszuprobieren. Ja, weil man fühlt sich einfach frei. Ja, man kann einfach loslegen, muss sich nicht an irgendwas halten, nur an die kleinen Abstände, was ich jetzt hier gemacht habe. Und ja, ich finde es ganz hübsch geworden. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich würde sagen, wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Danke fürs Zuschauen. Bis bald.